Hall, ich bin schief. Gerade. Okay. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich bin wirklich mega happy, dass jetzt endlich dieses Video zustande kommt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon versucht habe. Und auch jetzt hat es wieder mehrere Anläufe gebraucht, bis ich dann alles zusammen hatte für dieses Video. Desto mehr freue ich mich, dass das jetzt hier heute stattfindet. Und zwar gibt es ein Q&A-Video und ich, wie gesagt, freue mich riesig und ich würde sagen, wir legen los. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, jetzt bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe hier auf dem Zettel alle Fragen mal aufgeschrieben. Das lege ich mir jetzt hier rechts rüber. Also falls ich immer mal wieder nach rechts gucke, dann lese ich dort mal eben die Fragen ab, weil ich die natürlich auch nicht alle behalten kann. Und die erste Frage wäre, welchen Beruf hast du erlernt? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Also die ist jetzt nicht mega lang, aber so ganz kurz, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich bin ja mit 16 aus der Schule rausgekommen. Also ich war mit 16 fertig mit der Schule und wollte eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Das ging aber leider nicht, weil ich noch zu jung war. Ich hatte auch schon massenweise Bewerbungen geschrieben, aber immer nur Absagen bekommen aufgrund meines Alters, weswegen ich dann eine Ausweichausbildung angefangen habe, und zwar die der Arzthelferin, weil ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie dasselbe. Habe aber dann so nach anderthalb bis zwei Jahren festgestellt und gemerkt, dass das nichts für mich ist. Also eigentlich habe ich schon recht früh gemerkt, dass das nicht wirklich das ist, was ich möchte, und habe dann nach anderthalb oder zwei Jahren die Ausbildung auch tatsächlich dann abgebrochen. Gegen den Willen meiner Eltern, eigenständig, obwohl es gab wirklich so ein bisschen Krach deswegen, und habe dann nicht einfach faul zu Hause rumgesessen, sondern eben dann die Ausbildung zur Krankenschwester angefangen in einer psychiatrischen Klinik und habe dann dort ganz erfolgreich 2003 mein Examen gemacht und darf mich jetzt seit 2003 examinierte Krankenschwester schimpfen und bin mega happy, dass ich damals diesen Weg dann eben doch so gewählt habe. Hast du deinen Traumberuf erlernt? Ja, tatsächlich. Also es war immer ein Traum von mir, eine Krankenschwester zu sein. Und deswegen habe ich ja dann auch die Arzthelferin-Ausbildung abgebrochen, um dann eben meinen Traumberuf zu erlernen, nämlich den der Krankenschwester. Und ja, das ist das, was ich immer sein wollte. Und da bin ich jetzt auch mega happy, dass ich das geschafft habe, denn die Ausbildung zur Krankenschwester ist kein Pappenstiel. Und desto stolzer bin ich auf mich, dass ich das Ganze wirklich gepackt habe und mein Examen auch mit Bravour bestanden habe. Die zweite Frage, arbeitest du noch in deinem Beruf? Nein, also ich arbeite jetzt seit zwei Jahren nicht mehr in meinem Beruf. Allerdings habe ich auch nicht ununterbrochen von meinem Examen oder von meiner Ausbildung von 2000 bis vor zwei Jahren in meinem Beruf gearbeitet. Ich habe zwischendurch immer mal wieder in meinem Beruf gearbeitet, aber auch oft genug was anderes gemacht. Und bin jetzt in meinem erlernten Beruf gar nicht mehr tätig. Was machst du zurzeit beruflich? Also mein Hauptjob ist Mama und Hausfrau sein. Ja. Und neben meinen ganzen Aufgaben als Mama und Hausfrau unterstütze ich meinen Mann noch in seinem Büro. Er hat sich ja hier die Garage ausgebaut, ist selbstständig, und dann greife ich ihm da ein bisschen unter die Arme, damit er halt, wenn er von seinem Kundentermin zurückkommt, nicht auch noch einen Riesenberg Bürokram erledigen muss. Bin ich dann eben diejenige, die das dann macht, sofern ich das kann. Ich lerne ja auch immer wieder noch dazu. Das heißt, ich gehe ans Telefon, ich mache Termine, ich hefte Unterlagen ab, ich mache Kopien oder mache auch mal Post fertig, bringe sie auch weg. Also alles das, was so eine Sekretärin eigentlich macht, das mache ich, sofern ich das halt kann. Ich habe es ja nun mal nicht gelernt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das nicht so wirklich der Job meines Lebens ist, weil so Büro war irgendwie noch nie so meins. Aber ich mache das halt für meinen Mann, und das ist dann eben so ein klitzekleines Familienunternehmen. Genau. Und damit bin ich ja auch eigentlich voll ausgelastet, ne? Mama, Hausfrau und dann eben noch die kleine Sekretärin vom Mann. Das ist dann schon eine ganze Menge, würde ich sagen. In welches Land willst du noch reisen? Ja, also ich würde ja ganz gerne mal in die USA. Und zwar nach Florida würde ich ja ganz gerne mal hin, wobei ich ja so eine riesen Flugangst habe. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber ich denke mir, also so habe ich das auf jeden Fall schon mit meinem Mann besprochen, dass wenn die Kinder mal aus dem Haus sind und selbstständig sind und Mama und Papa nicht mehr ganz so brauchen, dann würde ich es auch wagen, bis nach Florida zu fliegen, weil wenn ich dann abstürze, weiß ich auf jeden Fall, dass die Kinder gut versorgt sind. Jetzt im Moment habe ich da echt Panik,
weil ich halt so eine riesen Flugangst habe. Aber das ist wirklich was ich wahrscheinlich doch noch irgendwann in meinem Leben machen werde. Einmal nach Florida zu fliegen, um ja einfach zu sehen und zu schauen, ob es da wirklich so toll aussieht, wie immer im Fernsehen gezeigt wird. Wann hast du den Führerschein gemacht und hast du sofort bestanden? Also meinen Führerschein hatte ich damals schon mal angefangen mit 18, beziehungsweise kurz vor 18. Bin aber dann von da, wo ich den angefangen habe, weggezogen. Das war auch eine ganz große Strecke, weswegen ich dann da meinen Führerschein nicht fertig machen konnte. Habe aber auch dort noch gar keine Prüfungen oder so abgelegt, sondern es war einfach nur so theoretischer Unterricht und auch schon die ein oder andere Fahrstunde. Und dann habe ich meinen Führerschein gemacht. Jetzt muss ich überlegen, ich meine, ich hätte den kurz vor der Hochzeit gemacht. Ja, 2002 müsste das gewesen sein. Da war ich dann, wie alt war ich denn da? 22. Genau, 21 oder 22, da habe ich dann meinen Führerschein gemacht und ja, habe dann auch sofort bestanden. Also theoretisch mit 0 Punkten, 0 Fehlerpunkten und die praktische auch. Würdest du eher Handy oder Schminkkram für ein Jahr abgeben? Das ist auch eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt mal danach gehe, was mein Mann immer sagt, der sagt nämlich, ich wäre handysüchtig, dann würde ich wohl eher meinen, ich könnte eher ohne Schminkkram auskommen. Auf der anderen Seite finde ich jetzt nicht, dass ich handysüchtig bin. Ich aber trotzdem ohne Handy irgendwie nicht klarkommen würde, deswegen würde ich wohl eher ohne Schminkkram zurechtkommen und würde dann halt, ja, für ein Jahr meinen Schminkkram abgeben. Genau. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, also, erstmal die ich anhabe, ne, also so rosa, lila, pink, sowas geht ja immer irgendwie bei Frauen, habe ich das Gefühl. Dann mag ich auch gerne rot, lila, ich mag aber auch gerne weiß, grau und schwarz, also ich habe da nichts, was ich jetzt unbedingt bevorzugen würde, wobei ich jetzt grün nicht so toll finde. Und bei blau, ja, da bin ich mir nicht immer so ganz sicher, also es kommt immer darauf an, was für ein Blau das ist, aber ansonsten mag ich eigentlich alles. Ja, genau. Mal mag ich lieber die helleren Farben, mal mag ich lieber die dunkleren Farben. Also, was ist dein Lieblingsessen? Ja, also ich esse am allerliebsten so richtig deftige Hausmannskost. Also für mich gehört irgendwie immer Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Soße oder halt mit Nudeln oder Reis. Aber es muss irgendwie immer so ganz normale Hausmannskost, selbstgekocht zu Hause. Ich mag nicht so gerne irgendwie was aus dem Imbiss oder von McDonald's oder so. Also ich mag lieber wirklich selbstgekochtes von zu Hause, Hausmannskost eben und am liebsten ganz, ganz deftig. Ja. Wie sieht eure Erziehung aus? Streng oder locker? Ja, wenn man meine Kinder fragen würde, sind wir die schlimmsten Eltern der Welt, ist klar. Wenn man mich fragt, und das tut ihr ja jetzt gerade, dann würde ich eher sagen, dass wir da schon so ein bisschen ausgeglichen sind. Also ich sage mir immer, so eine gesunde Mischung zwischen Zuckerbrot und Peitsche wäre ganz gut. Wobei ich auch eher dazu tendiere, strenger zu sein als mein Mann. Das muss ich auch sagen. Das ist halt so, weil ich selber auch sehr streng erzogen wurde. Aber ansonsten würde ich schon behaupten, dass das bei uns ausgeglichen ist. Also wenn halt die Strenge gefordert ist, dann wird halt eben strenger erzogen. Und wenn sie halt jetzt mal nicht diese Strenge brauchen, dann ja, sind wir eben was lockerer in der Erziehung. Also das ist halt so pauschal gar nicht zu beantworten. Also von beidem irgendwie so ein bisschen. Ja. Auch Rimba. So, nächste Frage. Rauchst du? Nein. Also ich habe geraucht. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe geraucht und zwar habe ich mit 16 angefangen zu rauchen. Und habe dann immer zwischendurch aufgehört, ja auch wegen der Schwangerschaften, dann aber auch wieder angefangen und dann zwischendurch auch wieder aufgehört, einfach weil ich keine Lust mehr hatte und wieder angefangen. Und jetzt rauche ich aber schon seit, ja, anderthalb Jahren nicht mehr, genau. Und ich finde, das war die beste Entscheidung meines Lebens, mir geht es gut und da bin ich auch wirklich froh, dass ich das getan habe, ja. Wie geht es momentan mit deinen Depressionen? Ja, also, mit meinen Depressionen, das ist ja immer so eine Sache, die sind ja irgendwie immer da, seitdem ich die das erste Mal so richtig schlimm hatte, kommen die immer wieder, dann sind sie wieder weg, dann sind sie wieder da. Also das kann man nie so, also jetzt gerade im Moment geht es mir gut. Allerdings weiß ich, dass dann wahrscheinlich auch jetzt zum Herbst hin, beziehungsweise zum Winter hin, wir haben ja schon Herbst, es dann auch wieder etwas schlimmer wird. Ja, weil das halt leider so ist, wenn es draußen so viel grau und dunkel ist, dann merkt man das eben auch an meiner Stimmung. Man kann halt nicht so viel machen und ja, also
Aber ich weiß ja ganz gut, damit umzugehen und ich genieße jetzt einfach die Zeit, wo es mir gut geht und ja, im Moment geht es mir einfach gut. Was machst du, wenn es dir mal schlecht geht? Ich denke, das ist bezogen auf die Depressionen. Ja, was mache ich denn dann? Also ich versuche mich dann so ein bisschen da rauszuziehen. Mein Mann, der weiß ja auch mittlerweile Bescheid, dann rede ich ganz offen mit meinem Mann darüber. Und weiß ich nicht, verkrümel mich dann einfach mal ins Schlafzimmer, lege mich dort einfach mal unter die Bettdecke. Ich mache dann auch die Bettdecke über meinen Kopf. Oftmals setze ich mich auch einfach hin und male. Das hat mir auch immer ganz gut geholfen, wenn es mir schlecht gegangen ist. Ich habe auch in meinen ganz schlimmen Zeiten Tagebücher geschrieben. Das hat mir auch immer ganz gut geholfen. Ja, und ansonsten, also das Erste, was ich immer tue, ist halt mit meinem Mann das Gespräch suchen, sofern es möglich ist, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass meine Kinder das immer mitbekommen. Weil Reden ist immer ganz, ganz wichtig. Danach geht es eigentlich immer schon ein bisschen besser, vor allem, wenn man einen Partner auch an der Seite hat oder eine Person hat, die damit auch umzugehen weiß und es auch schafft, dann einem wieder so ein bisschen den Mut zurückzugeben. Und da habe ich in meinem Mann jetzt mittlerweile eigentlich einen guten... ja, eine sehr gute Person gefunden, das war auch nicht immer so. Und das ist immer so der erste Weg, ne? Zu meinem Mann hinzugehen und mit ihm darüber zu sprechen, weil es mir dann immer schon ein bisschen besser geht. Manchmal brauche ich danach auch gar nichts mehr zu machen, dann geht es mir einfach direkt wieder gut, weil vielleicht einfach nur negative Gedanken aufgekommen sind, die mich so ein bisschen runtergezogen haben. Und ansonsten mache ich natürlich auch gerne Videos, sofern meine Laune jetzt nicht ganz so schlimm ist. Und ja, dann male ich auch. Oder ich tue mir auch einfach mal einen Kopfhörer auf den Kopf und höre einfach Musik und versuche dann einfach so ein bisschen abzuschalten. Und manchmal verkrümel ich mich eben auch unter meine Bettdecke. Dann ziehe ich mir die Decke über den Kopf und ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde und dann ist es auch wieder gut. Oder zumindest wieder so gut, dass ich am normalen Alltag wieder teilnehmen kann, am Familienleben. Ja. Wie ziehst du dich aus miesen Situationen? Ja, das wäre ja dann quasi dieselbe Antwort wie bei der vorherigen Frage. Habe ich dann eigentlich schon beantwortet. Dann machen wir jetzt direkt mal weiter. Wie sieht es mit dem Kinderwunsch aus? Ja, das ist ja auch mal eine gute Frage, ne? Wenn, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ne, aber... Kinderwunsch ist jetzt bei uns nicht mehr so präsent. Also das ist eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema, wie es mal gewesen ist. Mittlerweile bin ich 37 und habe jetzt auch ein paar Jahre gebraucht, um ja, damit mehr oder weniger abzuschließen. Also, warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, mit YouTube angefangen habe ich ja eigentlich wegen meinem Kinderwunsch, der sich ja nicht erfüllt hat nach all den Jahren. Und mein Mann war dann auch irgendwann schon tierisch genervt, weil ich immer wieder rumgejammert habe und... ja, ich habe dann auch oft mit meiner Mutter gesprochen und mit meiner Freundin und man hat ja schon so bestimmte Personen, mit denen man über solche Sachen redet, vor allem wenn dann wieder mal die Periode eintritt, ne? Das waren ja immer so die schlimmsten Tage. Dann habe ich auch immer viel geweint und habe aber dann auch gemerkt, dass mein Mann davon schon ein bisschen genervt war. Ich war ja auch immer genervt. Also das will ich jetzt meinem Mann auch gar nicht irgendwie böse ankreiden oder so. Ich war auch oft genug genervt, wenn ich dann schon wieder meine Periode bekommen habe. Und er war halt immer schon mal genervt, wenn ich dann schon wieder rumgejammert habe. Ja, das hat mich ja auch genervt. Also, und dann habe ich irgendwann gedacht, warum denn nicht einfach mal mit YouTube anfangen? Also ich dachte mir mal so, warum denn nicht? Machst du einfach mal ein Video oder du redest einfach mal und nimmst das mal auf. Und überlegst dann einfach, ob du das dann halt bei YouTube hochlädst oder nicht. Und kannst dich ja dann vielleicht, falls du dich dafür entscheiden solltest, auch mit anderen Betroffenen austauschen. Vielleicht auch anderen Frauen Mut machen, dass man nicht immer direkt die Flinte ins Korn wirft. Und dass es auch noch andere Frauen gibt, bei denen es nicht sofort funktioniert. Also das war eigentlich so mein Plan, weswegen ich mit YouTube angefangen habe. Und das hat sich dann eben über die Zeit zu einem Familienkanal entwickelt, weil nur über... Menstruation und Nichtschwangerschaft und negativer Schwangerschaftstest und keine Ahnung was alles zu reden, hat mir dann auch ja irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, hat mich dann auch wieder runtergezogen und deswegen hat sich das dann irgendwie, dann kam ja so DM-Halls dazu, Action-Halls und dann wollten die Kinder mit mir mal zusammen ein Video machen und so ist das dann halt ein, ja, Familienkanal geworden und damit bin ich jetzt auch sehr, sehr glücklich, muss ich sagen, ja. So, die nächste Frage, macht dir YouTube Spaß? Genau, ja, also ich sag ja immer, wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Also YouTube macht schon Spaß, wobei es auch irgendwann anfängt, so ein kleines bisschen stressig zu werden. Also, wie sage ich das jetzt, ohne dass ihr das falsch versteht? Also YouTube macht mir Spaß, es macht mir Spaß, Videos zu machen, es macht mir auch Spaß, Videoideen zu entwickeln oder auch Videos zu planen, das macht mir Spaß und...
das Video schneiden macht mir noch mehr Spaß und dann auch zu sehen, wie die Resonanz ist, wie das Feedback von euch ist, das macht mir auch immer viel Spaß. Was halt nicht so viel Spaß macht, ist diese Tatsache, dass es halt ganz viele Menschen gibt, die meinen, wenn man halt YouTube macht, dass man halt den Kopf für alles hinhalten muss. Das macht nicht so viel Spaß. Also wenn man dann wirklich so angegriffen wird für Sachen, die man eigentlich schon immer getan hat, die keinen schaden oder so, dann macht es keinen Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann macht es keinen Spaß. Wobei ich jetzt nicht jemand bin, der keine Kritik ab kann. Ne? Aber es gibt halt Kritik und Kritik, muss ich auch dazu sagen. Konstruktive Kritik nehme ich ja immer gerne an, das wisst ihr ja. Da bitte ich ja auch oft genug in meinen Videos drum. Aber es gibt eben auch Sachen, wo ich mir einfach denke, das sollten die Leute sich sparen. Also jemandem unter die Gürtellinie anzugreifen oder Sachen zu unterstellen, die nicht stimmen oder... ja, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist dann halt nicht so schön, das macht keinen Spaß. Aber ansonsten finde ich YouTube einfach eine tolle Sache. Es ist ein super Hobby für mich. Also mir macht es Spaß und ja, mal gucken, wie lange ich YouTube noch machen werde, ne? So, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Hast du Lieblings-YouTuber oder Vorbilder bei YouTube? Also ich habe schon Lieblings-YouTuber. Natürlich habe auch ich andere abonniert, die ich sehr, sehr gerne gucke. Das wäre dann zum einen die Nancy von Mami-Seelen, die gucke ich sehr, sehr gerne. Isabo gucke ich zwischendurch ganz gerne, weil ich es einfach so bemerkenswert finde, wie die ihr Leben da irgendwie auf die Reihe bekommt. So jung wie sie ist und hat so viel um die Ohren und dann drei Kinder und jetzt der große Umzug nach Berlin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab dafür. Dann gucke ich aber auch Rosis Live und All About Anna gucke ich. Und ganz neu entdeckt habe ich die Anne Wünsche. Die finde ich auch irgendwie total mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon wieder... Also Daniela, wie redest du, ne? Nee, aber ich finde die echt Hammer. Wenn so locker, flockig, wie die drauf ist. Und das ist auch ein Vorbild für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich versuche, die nicht zu kopieren, aber manchmal denke ich mir, nur eine Hälfte der Lockerheit, die die an den Tag legt. Und du wärst wahrscheinlich auch eine richtig coole Person. Also die ist ja auch so immer... Ich muss jetzt schwärmen. Ich fange jetzt an zu schwärmen von Anne Wünsche, aber ich finde die einfach so mega locker, cool, flockig. Ich finde die einfach toll. So, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage und zwar, was willst du mit YouTube erreichen? Ja, was kann man denn mit YouTube erreichen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich liebe es einfach Videos zu machen, ich liebe es vor der Kamera zu sitzen und zu reden. Reden tue ich sowieso sehr, sehr gerne und immer sehr, sehr viel. Das seht ihr auch an der Länge meiner Videos immer. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel ich immer noch wegschneiden muss, weil ich einfach immer weiter... Jetzt das schon wieder. Also, was ich mit YouTube erreichen will. Ja, also mit meinen Themenvideos, wenn ich so Themen wie Depressionen oder PMS, Endometriose, unerfüllter Kinderwunsch, wenn ich solche Themen rede, also wenn ich solche Themenvideos mache, dann möchte ich natürlich schon auch betroffene Personen erreichen, um denen auch Mut zu machen und auch zu zeigen, dass ja, es auch noch ganz viele andere Menschen gibt, die dasselbe Problem haben, aber vielleicht ja trotzdem auch nach vorne gucken. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Themen. Es gibt halt bestimmte Themen auf dieser Welt, die irgendwie nie so wirklich angesprochen werden. Warum auch immer, das sind so kleine Tabuthemen und ich finde es einfach wichtig, trotzdem darüber zu reden. Und ich rede ja auch als betroffene Person und nicht als eine Außenstehende, die meint, sie hätte den vollen Durchblick, sondern ich rede ja immer aus meiner eigenen Erfahrung. Und ja, da will ich natürlich schon auch Menschen erreichen, um denen auch Mut zu machen, sich vielleicht auch mal auszutauschen oder... einfach auch mal so Tipps zu geben, wie ich zum Beispiel mit den Situationen zurechtkomme, was mir hilft. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig und das ist eben auch ein Ziel, das ich bei Themenvideos auf jeden Fall erreichen will. Alles andere, wenn ich euch zeige, wie ich putze oder was ich eingekauft habe oder wie ich halt so mein Leben lebe mit meiner Familie und meinen Kindern, dann ist das einfach, ja, weil ich da Spaß dran habe, zu filmen und Videos zu schneiden. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich... sagen würde, natürlich will ich keine Abonnenten oder so. Klar, ich würde natürlich auch gerne wachsen, aber nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach nur um eine, weiß ich nicht, für mich auch die Bestätigung zu bekommen, dass meine Videos gut sind, dass ich vielleicht gut ankomme. Das ist halt sogar auch ein Grund, weswegen ich ja vielleicht auch mit YouTube angefangen habe. Also ja, es geht mir ganz gut, wenn ich YouTube mache und warum sollte ich das nicht machen? Und dann habe ich doch eigentlich schon ganz viel damit erreicht. Ja. Was sagen Freunde und Familie, dass du YouTube machst? Ja, also ich habe das ja keinem erzählt. Mein Mann wusste das auch ganz, ganz lange nicht, dass ich bei YouTube Videos hochlade. Ich habe das auch irgendwie, außer meinem Mann, habe ich es eigentlich keinem erzählt. Also viele haben es einfach so rausgefunden.
Meine Mutter hat es mitbekommen, weil mein kleiner Bruder, der bei YouTube immer sehr aktiv gewesen ist und ja, ich denke mal, dass der Florian dann vielleicht meinem Bruder das erzählt hat und der hat es dann halt meiner Mutter gezeigt, erzählt, wie auch immer. Ja, mein Vater hat dann, als er das rausbekommen hat, oder was heißt rausbekommen, aber als er mitbekommen hat, dass ich YouTube mache, der fand das cool, weil er sagte, ja, du warst ja irgendwie schon immer vor der Kamera, quatschen und so. Und ja, mein Mann war anfangs so ein bisschen skeptisch, der wusste das Ganze nicht so wirklich einzuschätzen oder der wusste damit auch nichts anzufangen, warum macht man YouTube-Videos und was machst du denn da? Ja, dann erzähle ich dem, dass ich halt Putzvlogs mache, dass ich mich dabei filme, wie ich putze, ja. Hä? Warum? Wer guckt sich sowas an? Ne? Ja, muss man auch einem Mann erzählen, dass man sich filmt, wie man putzt und das dann auch noch bei YouTube hochlädt. Also, der hat ja erstmal gar nicht die Welt verstanden. Mittlerweile geht's, also ich vlogge ja auch schon mal, wenn er da ist und auch in den Urlaubsvlogs habt ihr meinen Mann ja gesehen. Und ja, er versucht mir dann auch immer so ein bisschen noch diese Schüchternheit zu nehmen, weil ich zum Beispiel auch keine Videos mache, wenn er zu Hause ist. Und auch vloggen tue ich wirklich äußerst ungern, wenn er dabei ist. Aber er gehört ja nun auch irgendwie dazu. Wobei er ja auch nicht immer gesehen werden will in den Videos, ne? Das haben wir auch schon oft genug besprochen. Ja, es ist halt immer so ein bisschen zweigeteilt. Die einen finden sie gut, die anderen finden es scheiße, die anderen finden es okay. Dann gibt es wieder Menschen, die sind total begeistert davon und bewundern mich dafür, dass ich das tue und mich das traue. Also es ist... Aber letztendlich mache ich sowieso das, was ich will. Egal, wer was sagt. Die nächste Frage. Färbst du deine Haare selber oder gehst du zum Friseur? Also ich habe ja mal eine ganze Zeit lang meine Haare selber gefärbt. Das war auch noch zu Anfangszeiten von YouTube so. Da habe ich ja sogar mal einen kurzen Vlog drüber gedreht, glaube ich. Falls ich die doch hochgeladen habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Zeit lang selber gefärbt. Dann ist das irgendwann mal in die Hose gegangen und seitdem gehe ich jetzt immer zum Friseur wieder. Ja, da gehst du alle 6 bis 8 Wochen hin und dann werden ja auch Strähnchen gemacht. Die kann man ja gar nicht selber machen. Und ja, das genieße ich aber dann auch. Einfach mal so die 2 Stunden beim Friseur einfach mal von zu Hause weg und sich einfach mal verwöhnen lassen. Und wenn es nur am Kopf ist. Was ist dir wichtiger, Geld oder Gesundheit? Ja, das ist ja wohl mal eine Frage, ne? Also ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Fühl dich jetzt nicht angegriffen oder so, ne? Ich habe gesagt, schreibt mir alles, was ihr wissen wollt. Also ich finde auf jeden Fall Gesundheit wichtig. Wichtiger als Geld. Also ich sage, mit Geld kann man sich schon viel kaufen, aber nicht alles. Und Glück und Gesundheit kann man sich mit Geld nicht kaufen. Also deswegen ist mir schon Gesundheit viel, viel wichtiger als Geld. Und solange man auch zusammenhält, selbst wenn man kein Geld hat, wenn alles andere stimmt, dann kann man trotzdem ein glücklicher Mensch sein. Ja. Aber was bringt dir alles Geld der Welt, wenn du sterbenskrank bist? Nichts. Ne? Ja. Also da bin ich auf jeden Fall Gesundheit. Ja, und dann haben wir auch schon die letzte Frage. Hast du genau das Leben, welches du dir immer vorgestellt hast? Ja, also man hat ja schon so Träume. Man stellt sich ja irgendwie vor, dass man später mal verheiratet ist, dass man so und so viele Kinder hat, am liebsten Junge und Mädchen. Also ich glaube, das ist doch fast bei jedem so. Und vielleicht, dass man auch mal ein Haus hat, dass man irgendwann auch mal ausgesorgt hat, dass man einen schönen Job hat, dass es einem gut geht, dass man gesund ist. Und natürlich hat man so gewisse Vorstellungen, Träume. Und ich kann sagen, dass ich vieles davon erreicht habe. Also ich denke, es könnte mir eigentlich nicht viel besser gehen, aber wirklich viel, viel schlechter könnte es mir gehen. Also bin ich doch wirklich zufrieden mit dem, was ich habe. Und ja, das Leben ist schon zu 80% das, was ich mir vorgestellt habe, ja, um jetzt mal auf die Frage zu antworten. Genau. Bevor ich jetzt hier schon wieder 10 Minuten für eine Frage brauche, ne? Ich sag ja, ich rede so gerne. Ja, das war also mein Q&A für euch, also eure Fragen für mich und meine Antworten für euch, genau. Es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Falls jetzt irgendwie der ein oder andere sagt, ah, ich hätte ja doch gerne das und das gewusst oder ach, hätte ich doch das und das noch gefragt, dann könnt ihr das gerne noch tun. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, falls ich nochmal eine gewisse Anzahl an Fragen zusammenbekomme, mache ich sowas gerne wieder. Also sofern ich die Fragen beantworten will, würde ich da auf jeden Fall Rede und Antwort stehen. Deswegen würde ich sagen, falls ihr noch Fragen habt, immer her damit, unten in die Kommentare oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder auf Instagram folgen, dort könnt ihr mir auch private Nachrichten schreiben. Ich versuche auch immer alle zu beantworten, also ne? Macht ruhig, wie ihr wollt, ne? Ist alles immer gerne gesehen, ich freue mich drauf und würde sagen, ja, danke, dass ihr mir die Fragen gestellt habt, dass ihr es mir ermöglicht habt, dieses Video zu machen. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen und ich hoffe auch, dass ich die Fragen
gut genug für euch beantwortet habe und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.